So, hilft nichts. Wir müssen einfach mal weitermachen und sind hier über zwei Umwege. Wir waren hier schon mal, aber jetzt ist die Tür offen. Und jetzt gehen wir mal rein. Und jetzt weiß ich nicht, werden die da wach? Weil ich habe geschrieben, da muss ich in der Mitte bis ganz vorgehen. Wenn ich jetzt andersrum rein, wenn ich jetzt irgendwie nicht in der Mitte reingehe, werden die dann, wachen die dann auf? Achso, die Schwertschwinger. Das ist wie im verstecktes Bartoli, oder? Also ich gehe jetzt da vor. Die schwingen die Schwerter, die Kollegen hier. Und die tönerne Armee wird aber nicht... Siehst du, die schwingen die Schwerter. So. Gut. Und die anderen... juckt es nicht. Tönerne Armee, oder? Das ist die berühmte... Alter, tönerne Armee. Wo da in China, da hat sich doch einer begraben lassen und eine Armee aus Tonnensoldaten sollte ihn bewachen oder so. Ja, keine Ahnung. In der Mitte tue ich bis kurz hinter den letzten Schwertschwinger, dann seitlich rechts zur Munition aufnehme und vor zum Ausgang, der dich zu einer Lavagrotte bringt. Da müssen wir erst noch was einsetzen. Nein. Da haben wir nichts. Da müssen wir irgendwo einen Schlüssel oder so. Und jetzt Ausgang. Entschuldige, da ist ja sonst nichts. Sonst wird es ja auch in der Lösung stehen. Da komme ich gar nicht durch hier. Alter. Aber das soll jetzt die berühmte tönerne Armee darstellen. Die haben ja damals Core Design und später müssen wir da oben rum watscheln. Der Core Design hat ja damals schon Internet gehabt und die haben das alles recherchiert und so. Und jetzt. Ist da eine Klappe oder wie? Aufnehmen und vor dem Ausfall, der dich zu einer Lavagrotte bringt. Lavagrotte bringt. Ich sehe herzlich wenig. Lavagrotte bringt. Kommt da was? Aha, die schicke Musik. Kommt jetzt irgendwas? Nee. Oh, warte. Speichern. das war nicht speichern. Ach, Mann. Speichern. So. Und jetzt, der Lavagrotte bringt. Springe mit Anlauf auf die... Bis du in der anderen Ecke die Kante greifen kannst und dich hochziehst. Wir müssen jetzt dahin springen, dann dahin springen, dann dahin springen, dann dahin springen und dann dahin springen und da hochziehen. Und da raus, oder wie? Mann Gottes. Und was mache ich da? Hä? Was soll ich da? Das Spiel ist... Was soll ich denn hier? Muss ich da an der Decke rüberhangeln wahrscheinlich, oder? Da muss ich an der Decke rüberhangeln und dann komme ich da rein, oder wie? Ah, da ist der Hebel! Mag nicht mehr. Also, ich muss... ja... Nicht zu weit links gehen wahrscheinlich, oder? Sonst treffe ich die Schräge nicht. Und ich muss vorwärts, so dass ich vorwärts runterrutsche. Speichern. Und dann spring. Mit Anlauf wahrscheinlich, oder? Und diese kleinen Lavakügelchen sind ungesund. Und jetzt muss ich an der Decke rüberhangeln, oder? Kommt da was Böses? Nein. Oben gehen. Hä? Nee, mit Anlaufgriff. Da jetzt, oder wie? Speichern. Ach, da ist unten drunter nochmal ein Block, oder? Kann man schlecht sehen. Speichern.
Da ist Sunter wahrscheinlich nochmal ein Block, oder? Speichern, Hebel. Anlaufgriff zum Ausgang, wo der. Oben geht es zum Ausgang der Höhle. Bin ich jetzt im falschen Ding? Lava Gott, ich springe mit an. Vorher am Ende. Bis du in der anderen Ecke die Kante greifen kannst und hoch siehst. Oben geht es mit einem anderen Ausgang der Höhle, wo der Boden nachgibt und du eine Rampe hinabgleitest. Nee. Entschuldigung, Moment. Speichert habe ich, gell? Ist das ein Bröselboden hier, oder wie? Ach komm. Also. Und jetzt? Und jetzt kommt die Decke runter. Alter Schwede. Können wir gleich neu laden. Also. Und du in eine Rampe hinab. Laufe unten sofort zu dem Hebel gegenüber. Das Medipack würde ich lieber liegen lassen. Ach du Scheiße, wir müssen aber alles sammeln. Drücke ihn, mache eine Rolle und laufe zurück zum Ausgang. Springe auf dem Steg vorwärts, um schneller zu sein. Ach bitte. Wir müssen aber das Medipack sammeln. Ja gut, jetzt machen wir es mal. Ich mag nicht mehr. Ich stelle mich mal in die Mitte hin. So, speichern. Zum Hebel gegenüber, das Medipack würde ich lieber liegen lassen. Drücke ihn, mache eine Rolle und laufe zurück zum Ausgang. Springen, um schneller zu sein. Auf der folgenden Rampe springst du zurück und links, um der Kugel auszuweichen. Ja, Mädel, du sollst dich... Aha. Das geht nicht. Und dann geht die Tür auf. Wir müssen aber alles einsammeln. Jetzt versuchen wir es mal ohne das Medipack. Jetzt speichere ich mal neu. Jetzt warte. Das Medipack kriegen wir jetzt so nicht mehr, aber wir müssen alles einsammeln. Wir müssen in einem Durchgang alles einsammeln. Wie soll ich denn das Medipack kriegen? Freunde. Wir müssen in einem Durchgang sämtliche... Oh, das sieht aber schick aus. Wie kriegen jetzt das Drecks Medipack? So ist neue Grafik. Kommen die jetzt schon? Die kommen jetzt schon und ich bin tot, oder? Aha. Wie soll ich das Medipack kriegen? Da können wir jetzt gleich schon mal aufhören, weil wir müssen alle Sachen kriegen. Nachher kann ich es nicht mehr holen. Entschuldige. Dann wir müssen in einem Durchgang alles sammeln.
Aha. Das schaffe ich so nicht. Das schaffen wir nicht. Wenn ich eine Rolle mache. Das geht auch nicht. Entschuldige. Ich müsste da gleich weiterlaufen können. Wie mache ich denn das? Oh nee. Oder ich müsste vorspringen zum Medipack. Aber das geht auch nicht. Das ist es, das geht auch nicht. Warte. Mit gedrückter Handlungstaste vorspringen. Zwei, dann stoße ich mich unten nicht an der Decke an. Aber das nutzt auch nichts. Jetzt vorspringen. Das ist alles zu langsam. Das ist alles zu langsam. Wir müssen aber das Medipack kriegen. Und, ja, Freunde, ich müsste das jetzt googeln. Irgendwo im Internet steht wahrscheinlich, wie man das Medipack kriegt. Das müsste ich jetzt googeln. Das werde ich jetzt aber so auf die Schnelle wahrscheinlich nicht kriegen, oder? Kaffeepause. Wir müssen für den Erfolg sammle in einem einzigen Durchgang alle Wertsachen. Und das ist eine Wertsache. Und nachher kriegen wir die nimmer, oder? Und zwar, wie gesagt, wenn ich es schaffe, rausschaffe, dann schaffe ich es nimmer zurück. Wenn ich es rausschaffe, schaffe ich es nimmer zurück. Dann können wir gleich wieder aufhören. Ist irgendeine Tür aufgegangen. Wir kriegen das Drecks Medipack. Jetzt geht die Tür sogar zu. Ich übergebe mich gleich. Und die Stacheln sind aber immer noch drin, oder? Wie kriege ich das Drecks Medipack? Na gut, ich schalte hier mal aus und google mal nach dem Medipack. Am Rückweg. Am Rückweg kriege ich es auch nicht. Ja, so schon dreimal nicht. ja, ich habe einen Trainer, unsterblich, aber mit dem werde ich es auch nicht kriegen, oder? Entschuldige, ich will nur mal aus Spaß. Nur mal aus Spaß. Nur mal aus Spaß. Ja, ich hätte es jetzt aber hilft alles nichts. Ich muss ja schauen, wie das wirklich geht. Freunde, ich schalte hier mal aus und schau mal, wie das geht und dann sage ich es dir, falls ich es weiß. Okay, machen wir so. Danke und tschüss, bis nachher.